Hallo? Entschuldigung. Darf ich Sie mal was fragen? Nö. Hi, ihr beiden. Kann ich euch ein paar Fragen stellen? Was seid ihr denn für ein Sender? Ach, sind Sie vom ZDF? Hi, guten Morgen. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Lügenpresse! Wissen Sie, worum es bei den Verhandlungen zum UN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten Ende Oktober geht? Was für ein Ding? Meinen Sie die Verhandlungen zum UN-Treaty? UN-Treaty? Ah, Sie meinen den UN-Treaty. Da diskutieren Staaten bei den Vereinten Nationen über ein Abkommen, das menschenrechtsbasierte Regeln für Unternehmen und sicheren Rechtszugang für Betroffene schaffen soll. Wie beim Lieferkettengesetz, nur global. Haben Sie da mal reingeguckt? Ja, ich habe mal reingeschaut. Und was ist Ihr Eindruck? Ich sehe so, Mexiko ist voll aktiv, Namibia auch. Der Vatikan, der setzt sich für bessere Umweltbedingungen in dem Abkommen ein. Und Deutschland? Nix. Das ist so zum Fremdschämen. Ja, geht uns das nichts an, wie man Globalisierung gestaltet? Wer hat sich denn jahrelang nicht eingebracht? Deutschland und die EU? Die EU hat ja immer noch nicht geklärt, für was sie zuständig ist und wofür die einzelnen Mitgliedstaaten. Seit 2014 gibt es den Prozess und die haben immer noch kein Verhandlungsmandat beschlossen. Naja, das ist mangelnder Wille. Am EU-Parlament Mitglied! Die Kommission muss echt mal in die Puschen kommen, so, also von der Leyen. Beim deutschen Lieferkettengesetz, da waren die immer so mimimi, keine nationalen Alleingänge. Und dann schreien die bei den UN-Verhandlungen, stopp, stopp, die Wirtschaft. Ist voll verlogen. Der Entwurf zum Treaty wäre ein gutes Mittel, um Menschen etwas besser vor unverantwortlichem Handel von Unternehmen zu schützen. Wir sollen alle den Konzernen auch klar sagen, hier drauf musst ihr achten, wenn nicht, dann gibt's Ärger. Also. Wenn du dir anguckst, wie das produziert wird, da diese seltenen Erden, wie die abgebaut werden, nur damit die ganzen Celebrities in ihren schönen fancy Teslern rumfahren können. Also mich macht sowas fertig. Echt. Die Regierung hält uns für blind. Als einer von 60 Millionen Wahlberechtigten möchte ich Ihnen sagen, täuschen Sie sich nicht.